Es gibt bereits einen gewissen Grundstock an Normen für die Elektrotechnik und IKT. Man muss aber dazu sagen, die Circular Economy ist neben einer veränderten Art zu wirtschaften auch ein probates Mittel, die CO2-Emissionen zu senken. Es gibt eine Studie, die hat gezeigt, dass ein Gros der CO2-Emissionen von Haushaltsgeräten während der Nutzungsphase durch den Energieverbrauch anfällt. Folgerichtig wurde in der ersten Version der Ecodesign Energy Label Rahmenverordnung von 2009-2010 auf Energieeffizienz fokussiert. Es sind Normen entstanden, die diese Energieeffizienz für die Elektrotechnik und IKT messen. Und dadurch wurden bis einschließlich 2020 im gesamten europäischen Raum der Jahresprimärenergieverbrauch von Italien einmal eingespart. Zusätzlich gibt es noch weitere Normen, die zirkulär sind. Da werden die Materialeffizienznormen zu nennen. Die sind 2020 veröffentlicht worden. Und hier wurde es zum ersten Mal geschafft, bestimmte Aspekte messbar zu machen. Zum Beispiel die Reparierbarkeit, die Funktionsbeständigkeit, aber auch die Recyclingfähigkeit eines Produktes. Und das Messen ist tatsächlich der erste Schritt, um einen bestimmten Aspekt verbessern zu können. Für einen zirkulären Wandel müssen wir uns einigen teils massiven Herausforderungen in der Elektrotechnik und der IKT-Branche stellen. Zum einen wäre dabei zu nennen, dass wir Produkte holistisch bewertbar machen müssen. Aktuell können wir nur einzelne Aspekte, wie zum Beispiel die Energieeffizienz oder bestimmte Materialeffizienzaspekte eines Produktes, messen und bewerten. Diesen doch recht engen Fokus müssen wir aufweiten, damit wir tatsächlich alle relevanten Eigenschaften eines Produktes bewerten können. Die Kernaufgabe der Normung ist dabei das Messen und Bewerten, frei nach Galileo Galilei, messen, was messbar ist, messbar machen, was noch nicht messbar ist. Für zirkuläre Produkte ganz generell braucht es eine Vielzahl an Informationen. Und diese Informationen entlang der Lieferkette weiterzugeben bzw. zu erhalten, ist eine große Herausforderung und im Übrigen nicht nur für die Elektrotechnik und IKT, sondern insgesamt für die Industrie. Das ist auch eine große Herausforderung, der wir uns stellen müssen und die wir hoffentlich helfen können, dabei zu lösen. Die Normungsroadmap Circular Economy gibt einen guten Überblick über Normen und Standards, die bereits existieren. Sie bildet einen Rahmen für die einzelnen Puzzlestücke, die wir haben, bestimmte Normen, um einzelne Aspekte zu bewerten, zu klassifizieren. Und in diesem Rahmen werden wir die einzelnen Puzzlestücke zusammensetzen und wir werden sehen, gibt es ein stimmiges Bild oder fehlt das berühmte letzte Puzzlestück. Ein weiterer großer Mehrwert der Normungsroadmap ist, wir können tatsächlich Normimpulse setzen, um Produkte holistisch bewertbar zu machen. Das führt dazu, dass das zukünftige Produktdesign beeinflusst wird. Produkte werden zirkulärer werden und damit wird auch die Umweltauswirkung dieser Produkte minimiert. Und ein dritter großer Mehrwert ist, wir können bestimmte Themen ansprechen, bei denen es aktuell noch knackt und knarzt. Das nur, um ein Beispiel zu nennen, wäre zum Beispiel der Einsatz von Rezyklaten in neuen Produkten, aber auch das Thema der Informationsweitergabe entlang der Lieferkette.